und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK Survival Evolved. Und wie ihr seht, hat sich ein bisschen was getan. Ich weiß, ich habe mich jetzt sehr lange nicht gemeldet. Das liegt, oder lag besser gesagt, daran, dass einiges durcheinander war. Vieles hatte sich verändert, die Community hat sich verändert. Und deswegen spiele ich auch zeitlich, weil ich es nicht mehr schaffe, immer etwas aufzubauen und dann dementsprechend spielen zu können, immer mehr wieder auf dem Horseplay. Und ich möchte euch heute zwei ganz tolle Tierchen vorstellen. Und zwar ist es einmal hier der Megalania. Das ist eine Echse, die gerade fürs PvP-Spielen sehr nützlich sein kann. Die kann nämlich ganz tolle Sachen. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar zeige ich euch das am besten mal. Ja, hier steht alles noch wild durcheinander. Hier an dieser Wand. Die kann nämlich, wenn ihr hier an der Wand steht und dann die, die Leertaste drückt, kann die sich nämlich hier an die Wand stellen und die kann sogar kopfüber klettern. Na, also wenn ihr dann irgendwie mal im Redwood seid oder so, dann kann man somit ganz toll die ganzen Bäume hochklettern und die ganzen Plattformen entlang. Das Einzige, was sie nicht kann, ist, sie kann sich nicht an Türen festhalten. Da fällt sie dann, so wie jetzt, einfach runter. So. Ich habe es auch noch gar nicht ausprobiert, ob sie sich dann direkt auch an den Plattformen, na komm, hochhangeln kann. Das würde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Und zwar habe ich mir dort nämlich was Schönes aufgebaut. Na komm. Oh, es ist, durch die Drachen zu kommen, ist gar nicht so einfach hier. Ja, nimm Kopf weg, ich will da durch. Ah, müssen wir den doch wegpacken hier. Die Drachen sind eigentlich die schlimmsten Tiere, finde ich, die sie bei ARK einfügen konnten. Die kann man so blöde lenken. Das werdet ihr gleich hier schon da dran sehen, alleine. Lande! Lande! Irgendwo, wo ist mir egal. Nein, wenn möglich da, wo ich gebaut habe. So, wie ich dich dann da wieder runterkriegen soll, weiß ich noch nicht. Jetzt muss man hier einmal ein bisschen laufen. Ich habe hier ein bisschen kompliziert gebaut, weil ich es einfach erstmal nur hingeklatscht habe, ohne mir darüber einen Kopf zu machen, wie ich das eventuell später benutzen möchte. Das war ein Fehler. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Jump, 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 jump. Ich muss prinzipiell einmal durch meine komplette Base, um hier hochzukommen. So. Da steht das gute Schätzchen wieder und wir werden uns da ganz einfach mal über die Blumen hangeln. So. Wieso macht er das jetzt nicht? Och nö. Mensch, also das artet ja hier wieder in Arbeit aus. So, jetzt aber, komm her. Ich möchte jetzt wissen, ob du dich praktisch da drunter hangeln kannst. So, mal gucken. So, also im Wasser schwimmen tut er auch schon mal auch. So, und jetzt gucken wir mal. Jump, 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 jump. Ja, macht er auch. Bisschen Schwierigkeiten hat er damit, aber er macht es auch. Schwierig ist es einfach hier mit dem Lenken von den guten Tieren. Man muss wirklich sehr geschickt dabei sein und vorsichtig mit der Maus umgehen. Und dann kriegt man das tatsächlich alles hier hin. Kann sogar hier mein, das wird mal mein Haus hier, kann ich sogar hier reinklettern. Rückwärts geht auch nur so lala. Aber gefällt mir. So, die Tierchen bekommt ihr nur in den Höhlen. Das heißt, wenn ihr so ein Tierchen haben möchtet, dann müsst ihr natürlich in die Höhlen reingehen
Und dort hängen die irgendwo dann mal in der Ecke oder an den Schrägen rum. Ich sehe gerade hier die kleinen Railings, kommt dann nicht so wirklich rüber. Jedenfalls hängen die dann dort rum. Ups, ups. Und die müsst ihr dann runterschießen und ganz normal tämen, am besten mit Baryonyx-Eier. Und ja, warten, bis sie getämt sind. Die droppen relativ viel Topo, wenn ich mich recht entsinne. Und von daher sind sie halt, es sind halt spezielle Tiere, die sind ein bisschen schwieriger zu tämen, einfach, zumal man sie auch erstmal finden muss. So, das wäre das eine Tierchen, was ich euch zeigen will. Und dann habt ihr hier gleich, seht ihr schon gleich das zweite Tierchen. Das ist der sogenannte Griffin. Den Griffin gibt es nur auf der Ragnarok-Map. Und zwar ist es so, dass der dort auch durch die Knockout-Methode runtergeschossen wird. Der ist ein bisschen schwierig, weil der meistens auch noch im Rudel jagt. Und der ist eigentlich ganz toll zu fliegen, finde ich. Er ist so nicht so langsam wie der Quetzel, ist aber auch nicht so schnell wie der Petri, finde ich. Aber er hat eine tolle Besonderheit. Da muss man auf das Stamina achten. Der kann von oben. Ups, nach unten stürzen und so dann seine Beute jagen. Ne? Allerdings verbraucht er dabei auch sehr viel Stamina. Also ihr müsst, wenn ihr euch so ein Tierchen holt, müsst ihr euch dann dementsprechend das Stamina hochleveln. Und dann ist das eigentlich kein Problem. Jups. Rennen tut er auch sehr schnell, finde ich. Der hat dann praktisch diesen Boost, wenn ihr euch runterstürzt, auch beim Rennen, allerdings nur für eine bestimmte Zeit, wie ihr gerade gesehen habt. Ansonsten greifen kann er was. Warte mal, hier war doch ein Dodo. So, da hat er es jetzt. Und er kann es auch wieder fallen lassen. Das ist dann mit der anderen Sache. Auf C hat er leider nichts. Ja. Und angreifen tut er irgendwie nur mit dem Schnabel. Ich meine, der hat schon einiges an Power, aber es ist eine schöne Spielerei. Es ist schön, einen zu haben. Es ist schön, mit dem unterwegs zu sein. Richtig haben muss man den jetzt nicht unbedingt. Er hat jetzt keine großartigen Vorzüge, wie zum Beispiel die Echse, die an den Wänden und an den Decken hochklettern kann. Aber er ist nett. So, das war's von meiner Seite auch schon wieder erstmal. Und ich schaue mal, ob ich es schaffe, demnächst mal wieder ein paar mehr Videos zu machen. Ich werde mal gucken. Silvercraft hat ja jetzt auch die Ragnarok-Map hochgeladen. Da spielt momentan der liebe Voodoo. Und ich denke mal, ich werde auch beim Voodoo mal vorbeischauen und mal gucken, was der so macht. Ja, und dann gucken wir mal weiter, was so alles passiert. Also bis denn. Tschüss.